sind wir heute wieder zurück. Dam, 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 dam. Zu einem neuen Minecraft-Video. Dam, 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 dam. Einen wunderschönen guten Tag und ein Hallo oder so von mir, liebe Leute. Und willkommen heute wieder zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Ja, Leute, ich weiß, mit dieser Einleitung, das hätte ich mir ein klitzekleines bisschen sparen können, weil das ist schon ein bisschen peinlich im Internet, irgendwelche komischen Lieder zu singen. Naja, wie dem auch sei, Leute, heute wieder eine ganz, ganz besondere Minecraft-Map, meine Damen und Herren. Und zwar nennt sich diese wundervolle Map hier. Boom! Moment, man sieht es gar nicht. Clever Troll steht da nämlich. Genau, Clever Troll. Alles klar, Lars. Clever Troll. So sieht das Ganze nämlich aus. Wir spielen heute Clever Troll, meine Damen und Herren. Ich hatte richtig, richtig Bock auf diese mega coole Map, meine Damen und Herren. Und ich würde mal sagen, um ehrlich zu sein, weiß ich gerade gar nicht, was das hier für eine Map genau ist. Aber ich denke mal, der Name verrät schon einiges. Nämlich Clever Troll, liebe Leute. Und ich denke mal, wir werden heute auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß haben hier mit dieser wunderschönen Map. Mit der wunderschönen Clever Troll Map. Gebaut wurde die von diesem netten... Was ist das? Du bist gelb, was ist denn los mit dir? Warum bist du gelb, Mann? Ich glaube, ihm geht's irgendwie nicht so gut. Ich glaube, der ist ein bisschen Achterbahn zu viel gefahren, Leute. Aber ich würde mal sagen, wir starten das... Okay, okay. Ich sag mal jetzt einfach nichts dazu, Leute. Also, du hast mich schon mal dran gekriegt hier, du komischer gelber Typ, Mann, mit deiner clever Troll-Map. Oh, warte mal, daneben ist, glaube ich, auch noch mal... But, oh. Okay, okay, ich glaube, hier geht das Ganze dann auch schon los, Leute. Ich habe mich jetzt schon im allerersten Level, es ging noch nicht mal los und ich habe mich einfach schon ein bisschen trollen lassen. Okay, wir sind jetzt hier in einem wunderschönen, ja, in einem wunderschönen Raum hier. Übrigens, Leute, man sieht es rechts, glaube ich. Und zwar wurde das, wurde die Map gebaut von dem Zick, Gamer Pro, keine Ahnung was. Ja, also liebe Grüße an dich, Zick Gamer Pro. Ich werde heute deine wunderschöne Map spielen und zwar können wir jetzt hier... hä, bin ich dumm? Warum funktioniert das nicht, Mann? Ist das jetzt auch wieder ein Troll oder sowas? Hä? Okay, ich glaube, lol, ist es jetzt hier das Level? Bin ich richtig? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, die ganze Zeit getrollt zu werden. Aber okay, ich werde mein Bestes versuchen, um nicht getrollt zu werden. Da ist auf jeden Fall eine Kiste, liebe Leute. Und da werden wir uns jetzt... Ah! Alter! Das ist doch nicht den hier Ernst. Ey, es ist doch nicht wahr, Mann. Ich werde jetzt hier schon direkt zu Anfang einfach mega getrollt. Okay, lieber SickGamer-Pro, ja, du bist selbst 9-mal gestorben bei deinem Bau dieser Map. Ja, ich weiß ja nicht, ob er irgendwie schwer Steine tragen musste oder sowas und deswegen irgendwie gestorben ist, Leute. Aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall da den Butor rausholen, indem ich mich einfach da drauf stelle und zack, boom, bam, hier erstmal. Ha, hast du gedacht, hä, lieber SickGamer, hast du gedacht, dass du mich damit rankriegst? Okay, auf Block of Iron können wir das hier platzieren. Da werde ich das erstmal schön zack, boom, bam, da drauf platzieren. Dann hier einmal durchgehen und ich glaube, damit ist dann noch das Level completed. Also, das erste Level war auf jeden Fall schon mal easy. Das haben wir jetzt hier abgeschlossen. Da sieht man das, Leute. Das ist schon mal grün geworden. Und jetzt sind wir hier in einer sehr, sehr dunklen Kluft oder irgendwie sowas in der Art. Da unten ist Lava. Okay, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg nach unten. Was ist hier? Da unten ist irgendwie, ja, Wasser. Und was ist das da? Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Interessant, interessant. Aua! Ey! Was ist das da? Okay, das ist ein Fake-Button. Hä? Okay, das war jetzt ein bisschen einfach, muss ich wirklich sagen. Lieber SickGamer Pro, du hast mir auf jeden Fall es ein bisschen leichter gemacht. So, dann schauen wir mal, was das hier für ein Level ist, liebe Leute. Okay, jetzt müssen wir uns wirklich konzentrieren, weil wir sind hier in einem Kerker gefangen, Leute. Und wir müssen versuchen, irgendwie auszubrechen. Was ist das? Was ist das? Okay, das ist irgendwie ein Button, der nicht richtig war. Hm, jetzt müssen wir mal schauen, was ist hier? Gehen wir einfach mal hier rein. Was haben wir hier drinne? Hier drin ist... Ah! Nein! Alter, das ist doch nicht den hier Ernst, Mann! Oh nein! Das ist doch nicht wahr! Komm schon, Mann! Dieser komische SickGamer-Typ da, ey, was willst du von mir, Mann? Der trollt mich einfach die ganze Zeit. Was ist hier drin? Ist hier irgendwas Interessantes drin? Da ist ein Button. Da ist ein Button. Hä? Hä? Ich denke, Leute, es ist tatsächlich richtig, hier das Ding da zu drücken und dann geht hier irgendwas... Oh, oh. Okay, ich habe ein bisschen Angst. So, zack, das Ding da gedrückt. So, rein damit. So, und dann hier durch. Ah! Okay, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Okay, hier ist der Goldblock. Ist es jetzt richtig? Was ist das da? Das ist falsch, aber das ist richtig gewesen. Yes, yes, yo. Yeah, okay, sehr, sehr gut. Also, SickGamer Pro, das habe ich bis jetzt alles recht gut gemeistert. Okay, da ist ein Knopf. Okay, da ist ein Knopf. Was passiert jetzt? Oh, nein. Oh, nein, das ist jetzt nicht dem sein Ernst. Oh, mein Gott. Ja, als... Oh, oha. Und da kommen dann einfach Pfeile vorne. Was ist los? Warum kann ich mich durch die Welt backen? Was ist hier los, Leute? Okay, dann machen wir jetzt erstmal das da. So, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und dann rübergesprungen. Easy going. Jetzt habe ich da drüben die Knöpfe nicht gedrückt. Was passiert, wenn ich den... Okay, die platzen dann einfach auf. Aber wo geht's jetzt hier weiter? Geht's jetzt irgendwo da oben? Geht's jetzt hier weiter? Sehr, sehr gut gemacht, Lars. Da muss ich mir jetzt erstmal hier ein bisschen auf die Schulter klopfen. Hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. Vielen Dank, Leute. Vielen lieben Dank. Lasst einen Daumen nach oben da. Das war's von mir, liebe Leute. Tja, nein, Spaß natürlich nicht, Leute. Wir machen jetzt hier das Ganze auf jeden Fall nochmal ein bisschen weiter bis zum Schluss, Leute. Wir kämpfen uns hier komplett durch. Hier ist auf jeden Fall nichts drin. Wir sind immer noch in diesem Kerker-Ding. Ah! Oh nein!
Hilfe! Lass mich hier raus! Ich habe doch gar nichts getan! Oh Mann, Leute, das ist wirklich gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte. Also es ist schon ein bisschen komplizierter. Hier ist so ein kleiner Troll, okay. Hier drüber gesprungen, okay. Hier ist irgendwie gar nichts in dem Raum. Hier, was haben wir hier drin? Okay, jetzt müssen wir ganz... Ja, als ob! Hast du gedacht, dass ich da drauf reinfalle? Was haben wir hier so? Zack, zack. Dann wieder eine Instant Potion auf Dingens. Ach, hat er jetzt gedacht, wenn ich die jetzt trinke, dass... Oh, der hat gedacht, ich bin so blöd und merke nicht, wenn die Tür hier auf... Oh mein Gott, das kenne ich nämlich hier von Find the Button, lieber Sick-Gamer. Und meine Zuschauer wissen das natürlich auch alles, dass hier mit den... Das sind alles nämlich Find the Button-Profis. Das weiß natürlich nicht jeder. So, jetzt gehen wir einfach mal hier drauf. Ich habe keine Ahnung. Hä, da ist ja auch ein Knopf. Ein Knöpfchen ist da. Aber warte mal, ich probiere gleich mal den erstmal aus. Ich will erstmal wissen, ob das hier irgendwie schaffbar ist. Von dort nach dort. Ich glaube... Hä? Ist es schaffbar überhaupt? Hä, was geschieht hier gerade? Bin ich dumm? Hä? Als ob ich das jetzt geschafft habe. Wow, Schrabbity Igebau. Alter, das hat mir gerade selbst irgendwie ein bisschen Angst gemacht, Leute. Okay. Ganz entspannt bleiben. Erstmal. Hooser. Okay, los geht's. Wir machen jetzt hier weiter. Zack, hier einmal in das nächste Level gejumpt. Oh, das ist schon mal ein bisschen größerer Tempel hier, Leute. Das Ganze... Okay. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier müssen wir ein bisschen unsere Augen aufhalten. Was haben wir hier? War doch eben irgendwo ein Bouton. Zack. Aber hier... Okay, hier geht das Ding einfach auf. Das heißt, wir müssen hier einfach ganz schnell drüber gehen. Aua, das hat ein bisschen wehgetuten. Okay, dann haben wir hier noch ein Knöpfchen. Aber wo führt das uns hin? Was ist das? Hier ist... Hä, ich... Och, Junge, was ist denn los? Komm schon. Ey, das ärgert mich gerade so mega, Leute. Ich weiß, ihr lacht euch gerade einfach mal einen Fuß ab, aber ich finde es gerade gar nicht lustig, Mann. Ich finde das... Zack, hier einmal drüber gejumpt. Ich finde es gerade gar nicht lustig, Leute. Wirklich nicht. Guck mal, ich habe einen Pfeil in meinem Finger stecken. Seht ihr das? Gefällt euch das, wenn ihr einen Pfeil im Finger stecken habt? Also, mir gefällt es nicht. Das tut mir leid. Ich werde jetzt mal... Hä, was war denn das da dann? Ging da nicht eben irgendwas auf? Okay, irgendwie nicht so. Zack. Yeah! Okay, dann war das dann wohl das completed Level. Leute, mir steckt einfach immer noch der Pfeil im Finger. Macht den da raus! Okay, da müssen wir dann wohl da durch. Okay, was haben wir hier? Wir sind in einer Kluft. In einer Kluft gefangen, liebe Leute. So, wir gucken einfach, was hier sich so oben befindet. Haha, dieses Mal falle ich da nicht drauf rein. Ich bin noch nicht blöd. So, gucken wir mal, was hier ist. Was ist hier? Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da irgendwie die Falltür aufgeht, aber das war irgendwie auch ein bisschen zu einfach. Deswegen springe ich einfach mal hier rein. Zack, boom, bam. Toll. Das ist der absolute Wahnsinn, Leute. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn hier mit dem Ganzen. Das ist jetzt anscheinend das Master-Level oder sowas, nehme ich jetzt einfach mal an. So, was ist hier? Also das hier ist es auf jeden Fall nicht. Dann muss es doch einfach hier drüben sein, oder? Wäre ich mir jetzt nicht ganz so... Okay, dann gehen wir jetzt einmal hier runter, so. Hä? Alter, was für ein Troll. Was ist denn das für ein billiger? Das ist so ein Troll. Ich fall da drauf auch noch rein. Ich bin so schlecht. Hä? Ist hier irgendwo ein Knopf, den ich übersehen habe oder sowas? Hä? Bin ich jetzt komplett doof? Nein! Hä? Hä? Wo bin ich? Bin ich jetzt gerade durch die... Hä? Hä? Wer bin ich? Wo bin ich? Was mache ich hier? Wer sind sie? Hä? Was ist gerade Och, Mann. Was ist hier geschehen? Ich wollte doch nur ganz normal eine Map spielen und dann werde ich einfach so heftig getrollt. Anscheinend bin ich hier doch durch die Lava gefallen, Leute. LOL. Einfach nur LOL. Mehr fällt mir darauf gerade wirklich nicht ein. Ist es hier der richtige Weg? Bitte sag mir, dass es der richtige Weg ist. Sag es mir. Ha! Okay, hier ist anscheinend der richtige Weg. Oh nein, so Labyrinthe mag ich ja richtig gerne. Och, nö. Och, nö, was ist hier los? Bitte lass mich doch nicht hier durch das Labyrinth laufen jetzt, Mann. Ich mag Labyrinthe nicht. Leute, bleibt dran. Wir werden es finden. Wir werden hier den Weg finden, den Weg ins Glück. Wir werden es schaffen. Ich weiß nämlich nicht, wo hier der Knöpfchen ist, Leute. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Wo ist... Ist es der Knopf? Da ging irgendwas... Da geht irgendwas auf. Da geht irgendwas auf. Da geht... Hier geht was auf. Da ging was auf. Als ob... Als ob. Hier, dieses Mal falle ich nicht drauf rein. Ha! Oh nein! Ich bin doch drauf reingefallen. Was ist denn da? Mann, so ein Troll, Mann. Was ist denn das? Also hier runter irgendwie. Genau, zack, hier einmal rein. Dann hier hoch. Ey, Junge, das ist jetzt nicht dem sein Ernst. Ich bin auch 9-mal gestorben. Lol. Einfach genauso oft wie der Typ, der die Map erfunden hat. Also dann war der Knopf hier. Dann hier durch. Dann hier lang.
Dann haben wir jetzt hier den Butor schon mal rausgeholt. Hä? Was ist hier? Oh, guck mal, der hat ein Andenken an mich gemacht. Den will ich haben. Gib ihm meinen Kopf. Gib ihn her. Was ist das da? Da ist nichts dran. Oh Mann, ich drehe durch, Leute. Ich drehe wirklich durch. Wo kann man den platzieren? Und Bone Block. Bone Block ist dann, glaube ich, das Ding hier. Okay. Hier durch. Oha. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht euer Ernst. Das ist gerade nicht... Ah, Schrabbidi-Dabbidi. Das ist nicht euer Ernst. Was ist hier? Okay, ich kann doch bestimmt einfach nur so... Ah, nein. Ah, bitte lass mich leben, bitte lass mich leben, bitte lass mich leben, bitte nicht. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Bitte hör auf, ich will nicht mehr aufhören, ich will nicht mehr, hör auf, dass ich brenne. Bitte nicht, Leute, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr brennen. Okay, aber anscheinend schaffen wir das sogar so tatsächlich. Ich muss jetzt erstmal aufhören zu brennen. Hallo, hallo, kann ich bitte aufhören zu brennen? Okay, jetzt müssen wir mal hier schauen, was ist da drüben? Okay, 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 okay. Dann einmal so rüber gejumpt, dann so rüber gejumpt. Oh nein. Oh nein. Kann ich nicht irgendwie mit Anlauf nach da? Okay, okay. Weil der Block geht einfach so nach unten, Leute. Das ist ein nicht so netter Block. Dann irgendwie hier so hin und dann hier so hin und zack! Yeah! Sehr gut gemacht. Mega, mega cool. Leute, wenn euch diese Map gefallen hat, ich bin genauso oft gestorben wie der Typ, der die Map gemacht hat. Leute, ihr könnt es mal gerne selbst probieren. Link ist dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde es nicht vergessen, Leute. Ich werde es nicht vergessen. Wir sehen uns auch hoffentlich wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Minecraft Adventure Maps oder keine Ahnung was. Ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Ciao!